Hallo. Dieser Moment enthält Liebe. Dieser Moment enthält Liebe. Bist du dir dessen jetzt gerade bewusst? Kannst du es als eine Selbstverständlichkeit für dich jetzt hinnehmen und es fühlen? Dieser Moment enthält Liebe. Er enthält nur Liebe. Kannst du das fühlen? Kannst du deine Wahrnehmung so shiften, dass du das, was immer da ist, während du Dinge siehst, die nicht da sind, sehen kannst, plötzlich sehen kannst? Und als Beispiel dafür, dass wir dazu in der Lage sind, selbst unsere Sinne dafür zu benutzen, über sie hinauszugehen. Ein Beispiel dafür ist ein Bild, das ihr sicherlich alle kennt oder die meisten von euch. Dieses wunderschöne Bild, auf dem wir einmal, je nachdem, wie wir unsere Wahrnehmung shiften, wechseln, verändern, entweder eine alte Frau mit einer großen Nase sehen oder eine junge Frau, die sich etwas abwendet. Und uns allen, zumindest denjenigen, die das Bild kennen, und ansonsten könnt ihr es gerne mal auf Google suchen, junge und alte Frau, jedem von uns ist es bereits gelungen, schon viele Male den Blick zu wechseln, auch wenn man sich kurz fragt, oh Moment, ja genau, wo, wie hat man die alte Frau nochmal gesehen oder wie hat man die junge Frau nochmal gesehen, je nachdem, was man zuerst wahrnimmt. Und dann war der Schiff plötzlich da. Vielleicht musste es da nochmal von einem Wissenden eine Information geben, beispielsweise dieses Halsband, ja, also das ist, dieses Ding ist bei der alten Frau der Mund und bei der jungen Frau ein Halsband. Dann sieht man hier plötzlich eine Nase bei einer jungen Frau, wo das bei der alten Frau eine Warze ist oder auch das Augenlid von dem anderen Auge. Je nachdem, was du sehen willst, siehst du es. Das heißt, genau diesen Mechanismus kannst du nutzen, um exakt in deiner Wahrnehmung von dem, was du gerade noch als real empfindest, zurückzutreten, jenseits dessen zu treten, die inneren Augen so ein ganz klein wenig zu shiften und in das einzutauchen, von dem du eine Sekunde vorher noch nicht wahrgenommen hast, dass es da ist. Nur weil du jetzt deinen Fokus darauf richtest, das erfahren zu wollen, das sehen zu wollen, das fühlen zu wollen. Und dann wird sich alles in dir so arrangieren, dass du es erfährst. Denn dein Wille ist das Einzige, was dazu nötig ist. Alles andere wird dann hinzugegeben, wird dann deine Erfahrung sein. Ein anderes Beispiel sind so 3D-Bilder. Kennt ihr die, wo ihr eigentlich erst ein 2D-Bild seht und wenn ihr eure Augen oder eure Wahrnehmungsweise so verändert in dem Bild,
damit ihr 3D sehen könnt, dann seht ihr plötzlich eine völlig neue Welt sich da eröffnen, wo vorher nur irgendwelche Punkte waren. Ein Beispiel ist dieses Bild, wo man erstmal so 2D nur ein paar Kleckse sieht und ein bisschen schwarzen Hintergrund. Und wenn man da eintaucht mit dem Auge und sich das wirklich durch verschiedene Arten und Weisen, da gibt es Methoden für, den Blick so verändert, dass man dann in die Tiefe blicken kann. Man sieht, man ist voller Staunen, man kann es nicht fassen, was man da dort plötzlich sieht. Und man kann dann trainieren, seine Wahrnehmung, seinen Fokus so trainieren, immer wieder 2D, 3D zu sehen, dann wieder 2D, dann wieder 3D. Und das ist es. Das ist es, wofür wir hier sind. Nicht das auf solchen Bildern zu sehen, wobei die eine sehr, sehr gute Übung dafür sind, sondern das auf die Wahrheit anzuwenden. Und genau das ist es, was wir erfahren, wenn wir uns für die Wahrheit dessen öffnen, mit unseren Sinnen, dass dieser Moment nur Liebe enthält und unseren Fokus auf die Erfahrung von Liebe richten. Was passiert bei dir? Dessen kannst du dir bewusst werden und dies dann zur, sagen wir, gesteuerten, geführten Anwendung nutzen. Was passiert bei dir, wenn dieser Shift eintritt, an dem du bemerkst, dass eine andere Sehensweise bei dir plötzlich greift? Du bemerkst, dass du nicht mehr nur mit den äußeren Augen siehst. Du bemerkst, dass du nicht mehr nur mit den Körpersinnen etwas empfindest, sondern dass es da etwas gibt, das komplett du bist, ohne von diesem Körper zu sein. Nenne es Bewusstsein, nenne es Spirit, nenne es Gewahrsein. Nenn es Einssein mit Gott. Es hat nicht wirklich einen Namen, aber du kennst es. Und genau mit dieser Art und Weise von Fokus-Shift und mit vielen Zugängen, Methoden dazu beschäftigen wir uns in unserem Online-Präsenztraining, in das du noch einsteigen kannst, jeden Mittwoch um 19.30 Uhr, um mit diesem Auge zu sehen, mit diesem Sinn, der nicht mehr von unseren Sinnen ist, mit diesem Erleben einer Situation zu begegnen. Und die Erfahrung ist genau die, dass wir nun bewusst wissen, wie wir in das eintauchen und uns das bewusst machen, was ich gerne die Präsenz nenne. Nenne es Liebe. Dieser Moment enthält Liebe. Nur Liebe. Dieser Moment enthält Gott. Nur Gott. Dieser Moment enthält dich.